Es ist doch sehr faszinierend, wie einem der Zufall manchmal die Bälle gleichzeitig zuspielt. So flatterten uns der Bericht über die Moskitofabrik in Medellin, Kolumbien, und die letzten Erkenntnisse des russischen Verteidigungsministeriums zu den Aktivitäten der Biowaffenlabore in der Ukraine gleichzeitig auf den Tisch. So dachten wir in der Redaktion von Mitteldeutschland TV, dass es vielleicht ein gutes Unterfangen sei, die Zuschauerschaft einzuladen, mit in den Kaninchenbau einzudringen und zu überlegen, beim Betrachten dieser Bilder, ob sich da irgendwelche Querverbindungen oder andere Beziehungen herstellen lassen zwischen diesen beiden Projekten. Viel Spaß beim Eindringen in den Kaninchenbau. Auszüge aus dem Briefing des russischen Verteidigungsministeriums zu den militärischen und biologischen Aktivitäten der USA vom 19. Juni 2023. Wie das Institut der US-Armee verfügt auch das US Naval Medical Research Center über ein Netz von Niederlassungen in Übersee. Die ihm unterstellten Laboratorien, NAMRU, arbeiten an Krankheitserregern in Nordafrika, im Nahen Osten und in Südamerika. Ein solch umfassender Ansatz auf der ganzen Welt ermöglicht es dem Pentagon, Zugang zu verschiedenen Stämmen ansteckender Krankheitserreger zu haben, die als biologische oder chemische Kampfstoffe eingesetzt werden können. Dazu gehören Marburg- und Ebola-Fieber, Malaria und Rift Valley-Fieber. Die im Rahmen der militärischen Sonderaktionen erlangten Dokumente belegen die Verbindung des Walter Reed Army Institute of Research zur US Defense Threat Reduction Agency und deren wichtigstem Auftragnehmer, der Firma MetaBiota. Die erworbenen Finanz- und Forschungsunterlagen spiegeln die Tätigkeit des Unternehmens in Afrika wider, insbesondere in Kenia, Uganda und der Republik Südafrika. Neben der US Defense Threat Reduction Agency werden auch die US National Security Agency und das Außenministerium als Kunden der amerikanischen Regierung genannt. Die Dokumente beschreiben flexible Methoden der MetaBiota-Tätigkeit, die es ermöglichen, die Beteiligung der amerikanischen Regierung an internationalen Programmen zu verschleiern und bürokratische Probleme auf Kosten der lokalen Beamten zu lösen. Hallo, ich bin Scott O'Neill, heute hier in Medellin, Kolumbien. Ich bin für das Weltmoskitoprogramm in der größten Moskitofabrik der Welt. Wir stellen hier 30 Millionen Moskitos pro Woche her. Kommen Sie und sehen Sie sich das an. Wir tun dies aus einem sehr ernsten Grund. Städte wie Medellin haben jahrzehntelang unter Krankheiten wie Dengue, Zika und Chikungunya gelitten. Doch damit ist jetzt Schluss, denn wir haben es geschafft, eine Lösung mit Wolbachia-Moskitos in die Stadt zu bringen. Wenn die Wolbachia-Bakterien in die Moskitos eingeschleust werden, verhindern sie die Übertragung des Dengue-Fiebers. Wir sitzen Moskitos aus, die Wolbachia haben. Wenn sie sich dann paaren, wird es in die wilde Moskitopopulation übertragen. Wenn wir diese Krankheiten in all diesen tropischen Städten der Welt bekämpfen wollen, brauchen wir eine Menge Moskitos. Der Lebenszyklus der Moskitos beginnt mit dem Ei. Und in diesem Raum haben wir eine Menge Eier. Jeder dieser Streifen mit diesen winzigen schwarzen Punkten enthält bis zu 10.000 Mückeneier. Auf all diesen Streifen befinden sich etwa 1,5 Millionen getrocknete Eier, die auf das Schlüpfen warten. In dieser Schale haben wir die frisch geschlüpften Eier. Ihre Larven sind so klein, man kann sie kaum sehen. Sie werden hier ein paar Tage lang sitzen, fressen und größer werden, bis sie so aussehen wie diese hier. Diese Larven werden sich in Puppen verwandeln. Im nächsten Schritt trennen wir die Männchen von den Weibchen. Das machen wir, um das Geschlechterverhältnis in den Käfigen so zu verändern, dass es mehr Weibchen als Männchen gibt. Die unteren Käfige hier sind die Männchen und die oberen, die größeren, sind die Weibchen. Danach kommen sie in die Erwachsenenkäfige. Wir haben erwachsene Tiere, die wir kontinuierlich in unserem sogenannten Brutbestand züchten. Und dann haben wir hier drüben die massenproduzierten Mücken, die sich darauf vorbereiten, uns die Eier zu liefern, die wir dann direkt ins Feld freisetzen. Ziemlich verrückt, das Gebrumme, oder? Sie fragen sich vielleicht, womit wir all diese Mücken hier füttern. Nun, ich kann Ihnen sagen, dass wir das gute Zeug hier drin haben. Auf dem obersten Regal haben wir buchstäblich das Blut. Sie lieben es. Sobald die Mücken erwachsen sind, sind sie fertig, freigelassen zu werden. 5 spezielle Organisationen des US-Verteidigungsministeriums und 6 Zweigstellen in Übersee betreiben Vektorforschung.
Dadurch ist es möglich, 89 Moskitoarten und 12 Zeckenarten unter Laborbedingungen mit Arboviren zu infizieren. Gleichzeitig wird Software entwickelt, um die Ausbreitung von durch Vektoren übertragenen Infektionen vorherzusagen. Zum Beispiel für das Rifftalfieber wurde die Vorhersage für 47 Arten von Insektenvektoren erstellt. Die Vektorforschung in den Vereinigten Staaten ist eindeutig militärischer Natur und sucht nach den optimalen Bedingungen, unter denen infizierte, blutsaugende Insekten und Zecken am effektivsten sind. Gleichzeitig versuchen die USA, das Territorium anderer Länder als Testgelände für mögliche Szenarien zu nutzen. Die vom Kiewer Regime geplante Überflutung von Gebieten in der Region Kherson kann die Situation verschlimmern und Arbovirus-Infektionen verursachen. Nach dem Absinken des Wasserspiegels können Krankheitsherde auftreten, vor allem West-Nil-Fieber ist möglich. Dass das Pentagon technisch bereit ist, infizierte Vektoren einzusetzen, zeigt das Patent für ein unbenanntes Luftfahrzeug, das infizierte Mücken aus der Luft verbreiten soll. Wir berichteten darüber. Der Beschreibung nach soll die Drohne einen Behälter mit Insekten in ein bestimmtes Gebiet bringen und sie dort freisetzen. Wenn sie gestochen werden, können die Moskitos die Soldaten mit einer gefährlichen Infektion wie Malaria infizieren. In der Patentbeschreibung wird betont, dass ein infizierter Soldat nicht in der Lage sei, seine Aufgaben zu erfüllen, und es wird darauf hingewiesen, dass eine solche Methode, den Feind militärisch zu infizieren, beträchtliche Auswirkungen hätte. Ich möchte hier erwähnen, dass sich die Vereinigten Staaten das Recht vorbehalten, im Rahmen genehmigter Dokumente zur Bioproduktion und zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen Forschung mit doppeltem Verwendungszweck zu betreiben und die biologische Umwelt zu ihrem eigenen Nutzen zu verwalten. Mit aktiver Unterstützung solcher Aktivitäten hat auch das Vereinigte Königreich seine eigenen Interessen im biologischen Bereich durch die Verabschiedung einer nationalen Strategie für biologische Sicherheit am 12. Juni 2023 erklärt. Eines der erklärten Ziele des Dokumentes ist, weltweit führend in der Innovation zu sein. Die Finanzierung der Aktivitäten im Rahmen der Strategie beläuft sich auf 1,5 Milliarden Pfund jährlich. So führen die Vereinigten Staaten mit Unterstützung ihrer Verbündeten groß angelegte militärisch-biologische Forschungen durch, die darauf abzielen, wirksame Methoden für den Einsatz von Infektionserregern zu finden. Die Umsetzung solcher Pläne ermöglicht es, künstliche Herde von besonders gefährlichen Infektionskrankheiten zu bilden. Wir sehen dies als ein weiteres Argument für eine internationale Untersuchung der militärischen und biologischen Aktivitäten der USA. Fußnote: Ich möchte Sie kurz über die Tätigkeit der amerikanischen BSL-3-Plus-Labors informieren. Auf amerikanischem Boden gibt es 18 solcher Labors und im Gegensatz zu BSL-4-Forschungseinrichtungen gibt es keine schriftliche Aufforderung, die Ergebnisse von Aktivitäten im Rahmen der vertrauensbildenden Maßnahmen des Biowaffenübereinkommens zu melden. Bemerkenswert ist, dass nur 40% der BSL-4-Labors Eigentum der US-Regierung sind. Private Labors werden so gut wie gar nicht kontrolliert, obwohl dort gefährliche Krankheitserreger untersucht werden. Einer der am häufigsten vorkommenden Erreger in BSL-3-Plus-Labors ist das hochpathogene Vogelgrippevirus, das nach Ansicht von Experten den nächsten weltweiten Ausbruch verursachen könnte.